immer mehr Presse konfrontiert, gewinnt sie an Selbstvertrauen, was nicht zuletzt auch an ihrem neuesten Schachzug abzulesen ist. Nadja Abdel-Farag, morgen im Playboy, heute bei uns. Mit ihrem starken Auftritt im Männermagazin Playboy katapultiert sich die 33-Jährige in den deutschen Promi-Himmel. Nadja hat, was vielen Männern den Atem raubt. Sie ist erotisch, sinnlich, glamourös. Von wegen, Nadel kommt aus Dieters Küche nicht mehr raus. Da ich ja in eine Richtung geschoben worden bin, also wie gesagt, Nadja, Putzen, Kochen etc. Und irgendwann hat es mir dann, wie gesagt, es hat mir eigentlich in der letzten Zeit gereicht, wo es dann wieder losging, ja die arme Nadja wieder ausgezogen und so weiter. Und habe ich gesagt, so jetzt reicht's mir. Und da und deswegen habe ich eigentlich auch den Playboy gemacht, um mal den Leuten zu zeigen, ich bin nicht dieses Hausfräulein, sondern ich bin auch ein bisschen, wie gesagt, eine Powerfrau. Klar, dass die Fotos in erster Linie für Zeitungsleser oder besser Zeitungsgucker gemacht sind. Aber auch bei Bohlens zu Hause weht jetzt ein frischer Wind. Das hier, das findet ihr ganz, ganz toll. Dieter, der war so stolz, dass er erstmal die ganzen Bilderrahmen, die wir, wie gesagt, im Wohnzimmer stehen hatten, die alten Fotos raus und dann die von den Playboy-Fotos, ja, hat er dann da reingesteckt. Also er fand das also unwahrscheinlich toll und war tierisch begeistert. Genau genommen ist Nadja ein Newcomer auf dem Modelmarkt. Doch das Fotoshooting absolvierte sie locker und souverän. Am Anfang hatte ich da schon so meine Probleme. Aber wie gesagt, das war nur am Anfang, so die ersten paar Stunden. Und dann, ja, und dann wurde ich natürlich lockerer. Und ich war auch nur mit dem Fotografen alleine, wenn ich mich so ein bisschen entblättert habe. Ansonsten das Team, also hat mich jetzt nicht von A bis Z immer nackt gesehen. Ne? Also ich lief da eigentlich immer nur im Bademantel rum. Und wenn das hieß, komm Nadja, lass uns jetzt mal Fotos machen. Und dann, wie gesagt, war ich nur mit dem Fotografen alleine. Deutschlands mächtigster Mann in Sachen Erotik kommt bei Nadjas Anblick ins Schwärmen. Also wir wissen ja, dass sie eine Halbsudanesin ist. Das macht natürlich bei ihrem Aussehen auch einen gewissen Reiz aus, auch die etwas dunklere Hautfarbe. Und zu dieser exotischen Ausstrahlung kommt auch eine sehr, sehr angenehme Erotik, bei der sie sich auch eine gewisse Zurückhaltung auferlegt. Für Nadja gehörte mehr Mut dazu, Nacktfotos zu machen als für andere Frauen. Der Grund ist ihre Herkunft. Wie gesagt, ich bin mohammedanisch aufgewachsen. Und ja, also da schickt sich das eben nicht, dass die Tochter sich da nackidai auszieht. Also das macht man einfach nicht und das gehört nicht, das gehört sich nicht. Aber na, im Moment sind wir so ein bisschen in Clinch, aber ich denke mal, bis Weihnachten werden wir uns wohl wieder versöhnen. Nadja Abdel-Farag, eine Frau, die offensichtlich mehr Größe hat als jeder x-beliebige Feldbusch.